Ein Badzimmer, auch der braucht eine Aufgabe. Ja. Kevin, was geht ab mit dir? Du, ich komme meine Extensions über. Es hat nicht mehr gelangt, um es wachsen zu lassen. Und was spielst du? Ich bin der Vic. Ah, das ist der Grossspurig da? Ja, man sagt's, ja. Passt zu dir oder ist eine spezielle Rolle? Du, wenn es zu mir würde passen, dann müsstest du ja nicht spielen, aber ich spiele halt recht gern. Ja. Nein, es passt. Es passt nicht zu mir, muss ich sagen. Eine Komödie, die schnell geht, gell? Ist das schwierig zum Spielen? Ja, aber da ist das Gute dran. Wenn es ein bisschen schwierig ist. Das könnte ja jeder. Sicher der Taxifahrer, oder? Ich bin ein Taxifaher. Du genau. Siehst gerade aus wie ein Taxometer. Echt wahr? Unglaublich. Was ist denn deine Aufgabe? Ja, Taxifahrer. Nein. Dumm schnarren, den Dings aufregen, den Henry aufregen. Und ja, am Schluss. Ein Sandwich essen, genau. Das ist irgendwie bösartig, das macht richtig Spass, die Leute zum Aufregen. He? Ja, du, das tue ich gern. Ist das das Naturelle aus uns? Ja, also meine Kollegen würden sagen schon, ja. Okay, passt. Sabine? Und? Was? Was spielst du? Ich bin Betty. Was ist Betty. Das? Betty? Ja. Betty ist Frau vom Vic. Am Anfang noch? Nein. Mein Gott, das sind ja Zustände. Nein, es ist so am Schluss noch, keine Angst. Kannst du das verantworten, so eine Rolle zu spielen als Juristin? Ja. Okay. Man spielt ja, oder? Geht das schon speziell, so Augenschminken? Das drückt noch, he? Also es ist halt einfach jetzt voll 80er-Jahr-Look und da ist halt extrem, die Leute haben aussehen, wie wenn sie in einen Farbkübel hineingehauen sind, gell? Aber das macht es auch spannend, aus einem Mensch wieder, wie sagt man, zeitversetzt, oder? Total. Kannst du mal wieder mal ausleben mit der Farbe. Back to the 80s. Also macht sie jetzt älter oder jünger? Sie wird blendet, sie sieht blendet aus. Wow, macht das mal, oh, schau mal, Mama mia. Mach das Auge nochmal zu. Blau wie drin. Wow. Unglaublich, gell? Aber es ist aufwendig, gell? Ja. Also, da sind eigentlich aufwendig die Frisuren. In den 80er Jahren. Die Wellen, das geht relativ. Braucht eine Weile Zeit, ja. Kann man wohl sagen. Aber dann sind wir ja da. Also, so hast du es auch noch nie ausgesehen. Ist ja unglaublich. Ich glaube, als Vierjähriger habe ich es mal so gesehen. Okay. Ja. Du, da gibt es noch einige Effekte. Ja. Ist aufwendig. Es geht. Also es hat schon aufwendigeres gegeben. Aber, ja. Haben Sie alle mitgekauft oder ist es einfach, dass... Nein. Damals haben wir kein Mikrofon. Ja. Also da im Krempel haben wir jetzt noch nie ein Mikrofon gehabt. Das ist alles Licht und Effekt, he? Ja, da ist nur Licht. Boah, wo man was dann... machst du für den Lärm? Was ist das, Simona? Hoi. Machst du den Lärm? Ja. Was ist das, der Okto... Musik. Musik. Aha. Ja, von da tun wir Musik steuern, Licht steuern. Ja. Teils Special Effects. Telefonieren. Oh, was ist das? Schauspielerin Upside. Ja, oh. Du, ich muss ganz so. Wie bist du auf das Stück gekommen? Ich habe ein Stück gesucht, wo viele Männerrollen drin sind, weil wir neue Männer gebraucht haben für die Freilich Bühne Rütti. Und es musste ein Stück sein, wo in einem Dekor gespielt werden, weil wir im Krempel inner engere Platzverhältnisse haben und nicht gross umbauen können. Ist ja eigentlich eine bekannte Komödie, gell? Funny Money. Habe ich es vorher gemerkt, oder? Das ist ziemlich bekannt. Geht aber rasant zu und her. Ja, geht auch darum, um das alles schön pointiert auf den Punkt zu bringen. Das ist schwierig. Das ist sehr schwierig für die Schauspieler, weil sie reden sehr viel aneinander vorbei. Also die Texte, die sie sagen oder einander zuwerfen, machen häufig gar nicht so viel Sinn oder sind häufig recht ähnlich, dass es für sie sehr schwierig ist, zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Text zu bringen und dann auch noch in einem Tempo, das ich fordere, abliefern. Ja. Du lächelst ja so. Ich habe dich mal gesehen, wirklich in einer lässigen Rolle. Hast du dort für Swisscom Werbung gemacht. Aber du bist wirklich eine, die eben Komik auf den Punkt bringen kann. Macht sie nicht manchmal auch ein bisschen an, selber mitspielen? Ich glaube, ich habe schon sehr viel Theater und Zirkus hinter den Kulissen, vor allem in dieser Produktion. Und die war sehr turbulent. Das hat mir jetzt gerade gelangt, ja. Das heisst, um es wirklich eben sehen können, muss man herkommen, gell?
Man muss unbedingt daher kommen. Wir spielen noch bis zum 24. Februar im Krempel. Die Daten finden ihr alle auf www.theatercompany.ch. Könnt ihr schauen. Es ist ein lustiger, schneller, beschwingter und beschwerter Abend. Und jetzt würde ich sagen, müssen wir glaube ich, es einfach loslassen, weil lieber, wir warten seit anderthalb Jahren auf den Moment. Sie wollen wirklich raus, sie haben viel gehört und sie wollen jetzt loslegen und sagen, was können. Danke Ihnen viel, viel mal, dass so viele Leute hier gekommen sind und ich wünsche Ihnen viel Vergnügen an der Vorstellung. British Airways. Irgendeine Art Unfall gehabt? Fluggesellschaften American Airlines, British Airways 01818974000. Aber warum müssen denn jetzt die British Airways anrufen? 01818974000. Henry, Vic und Betty kommen zum Essen. British Airways? Es ist dein Geburtstag. Ich möchte zwei Flugtickets buchen. Flugtickets? Für heute Abend. Was? Irgendwohin. Henry? Ja, Sie haben mich schon verstanden. Irgendwohin. Also irgendwohin, wo man kein besonderes Visum braucht. Deutschland, Dänemark, Frankreich, Holland, Spanien, egal. Henry, spinnst du? Was? Abflugszeit. Moment mal. Wie lange braucht man zum Flughafen? Du hast getrunken. Mit dem Taxi. Ich rieche es bis hierhin, Whisky. Es ist jetzt 6:30. Henry, leg den Hörer auf. Taxi um 7, 8 Heathrow einchecken, 9 Uhr. Ich bleibe ganz ruhig. Ja, egal was, so um 9 Uhr herum. Genau davor hat dich Dr. Bailey gewarnt. Du hast eine verfrühte Midlife-Crisis. Los, fang an zu backen und such die Pässe. Henry! Nur einen Koffer. Und erster Klasse, bitte. Henry, ich raste gleich aus! Nur einen Satz Unterwäsche und deine Zahnbürste. Wir kaufen alles andere, wenn wir da sind. Wenn wir wo sind. Barcelona, großartig. Henry. 21:15 Uhr. Wunderbar. Ist mir egal, Raucher oder Nichtraucher. Kann ich beim Check-in bar bezahlen? Henry? Ausgezeichnet. Zweimal erster Klasse, Barcelona. Was? Nein, kein Rückflug. Ja, einfach, wir kommen nicht zurück. Ja. Mr. und Mrs. Perkins. Ja, Tickets eine halbe Stunde vor dem Einchecken. Wird gemacht, wiederhören. Henry! Psst, vertrau mir. Wen rufst du denn jetzt an? Zahnbürste und Zahnpasta, das ist alles, was ich brauche. Hallo, Kensington-Taxis? Ja, ich brauche ein Taxi für zwei Personen zum Flughafen Heathrow. Sofort. 15 Minuten, sehr gut. Versuchen Sie es in 10, wenn es geht. Perkins, Redcliffe Road 42. Ja, direkt an der Ecke, wiederhören. Henry! Jean, hör zu! Nein, du hörst mir jetzt zu, du hast den Verstand verloren. Du hast getrunken oder weiß ich was genommen und jetzt drehst du völlig durch. Ich drehe nicht durch. Doch, tust du. Ich weiß zwar nicht, was passiert ist, aber wir fliegen heute ganz sicher nicht nach Barcelona. Wir haben Vic und Betty zu deiner Geburtstagsfeier eingeladen. Und du gehst dich jetzt gefälligst umziehen und machst dich für unsere Gäste parat. Du lässt dich im Büro viel zu sehr einspannen. Es ist bestimmt nichts Ernsthaftes. Vielleicht ein kleiner Nervenzusammenbruch oder eine Panikattacke. Jeder mal. Was ist das? 3 Millionen Pfund. Wie? In bar. Aber was ist das denn? Geld, Bargeld, 3 Millionen englische Pfund, alles in 50ern. 3 Millionen Pfund in gebrauchten Scheinen. Henry, was ist das? Ein verdammtes Vermögen, Jeannie. Die Pässe. Henry, wie kommt denn das ganze Geld in deinen Aktenkoffer? Das ist es ja, es ist nicht mein Koffer. Wovon sprichst du? Ich steige heute in South Kensington aus der U-Bahn aus, wie immer, mit meinem Aktenkoffer und will nach Hause. Hast du unsere Pässe verlegt? Hinterste Schublade, red weiter. Es ist etwas kühl und ich will mir den Schal und die Handschuhe anziehen. Die waren in meinem Koffer. Ich bleibe also stehen, öffne den Koffer, nur war es leider nicht meiner. Nicht dein Koffer. Ah, die Pässe. Was soll das heißen, nicht dein Koffer? Ich muss meinen aus Versehen in der U-Bahn gelassen und den mitgenommen haben. Oder jemand hat meinen mitgenommen und den da gelassen. Oh, und warum hast du ihn nicht sofort zurückgebracht? Ich war geschockt. Wie würdest du dich fühlen, wenn du deine Handtasche öffnest und plötzlich wären 3 Millionen Pfund darin? Woher weißt du denn, wie viel es ist? Ich habe es gezählt. Mitten auf der Straße? Nein, im Prince of Wales Pub. Ich wusste, dass du einen Trunkel hast. Ich musste mich erst mal fassen und überlegen, was zu tun ist. Na, es zum Fundbüro der U-Bahn bringen, das hättest du tun müssen. Ich bestelle also einen Whisky und bin dann auf die Toilette gegangen. Auf die Toilette? Ich wollte nur sicher sein, ob ich nicht vielleicht doch halluziniert hatte. Hatte ich nicht, dann habe ich mich auf die Klobrille gesetzt und habe nachgezählt. Auf der Toilette. Dann bin ich zurück an die Bar und habe einen Doppel bestellt. Und dann? Dann noch einen. Dann bin ich wieder auf die Toilette und habe es nochmal gezählt. Kein Wunder, dass du eine Stunde zu spät gekommen bist. Tatsächlich brauchte ich noch eine Sitzung,
auf der Toilette und noch ein Whisky, bis ich es endlich begriffen hatte. Ja, und was willst du denn jetzt tun? Jean, wir werden eine solche Chance im Leben nie wieder erhalten. Wir müssen sie mit beiden Händen ergreifen. Aber wir können doch nicht von jetzt auf sofort auswandern. Wie stellst du dir das vor? Oh doch, wir können. Wir werden erster Klasse fliegen und von denen hier werde ich im Flugzeug ein paar als Trinkgeld verteilen. Nein, aber Henry, das ist nicht unser Geld. Doch, jetzt ist es unseres. Komm schon, lass uns packen. Henry, das ist Diebstahl. Nein, 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 nein. Darüber habe ich im Prince of Wales Pub lange nachgedacht. Ich habe das Gefühl, dieses Geld ist ursprünglich auf unehrliche Art und Weise erworben worden. Kann ja gar nicht anders. Gebrauchte Banknoten, alle gebündelt und mit Gummibändern. Das ist bestimmt der Lohn für irgendwelche illegalen Geschäfte. Es ist Bargeld, das nirgends registriert ist. Nichts davon erscheint auf irgendeinem Konto. Weder Einkommens- noch Umsatzsteuer werden davon bezahlt. Es existiert gar nicht. Wenn es nicht existiert, dann kann ich es auch nicht gestohlen haben. Henry. Jean, mein Gewissen ist sauber. Ich habe jetzt über 20 Jahre sehr hart gearbeitet. Und nach all den Jahren bekomme ich endlich meinen Bonus. Aber die Polizei wird... Nein, die Polizei wird nie etwas davon erfahren, weil der Verlust des Geldes nie gemeldet wird. Jetzt geh und pack deinen Koffer. Doch, jetzt komm halt wieder runter, Henry. Ich will nirgendwo hin. Ich will mit Vic und Betty deinen Geburtstag feiern. Und ich will Hackbraten und Kartoffelpüree essen. Und ich will hier in London an der Radcliffe Road wohnen bleiben. Du verstehst mich nicht. Wir können nicht hier bleiben. Ich kann morgen früh nicht ins Büro gehen. Wenn ich den Aktenkoffer von irgendeinem zwielichtigen Typen habe, dann hat er meinen. Das ist mein Büro, kam mit Adresse und allem drin. Morgen früh wird der Typ im Büro vorbeikommen und nach mir und nach dem Aktenkoffer fragen. Bis dahin müssen wir meilenweit weg sein in irgendeinem Hotel. Als Mr. und Mrs. Cha-Cha-Cha. Oh mein Gott, aber er wird uns doch suchen. Ist doch völlig egal, wie wir heißen. Er wird uns überall suchen. Ja, aber er wird nicht wissen, wo er suchen soll. Er wird uns bei der Polizei anzeigen. Die finden uns bestimmt. Interpol. Das wird entsetzlich sein. Nein, es wird großartig sein, weil es kein Interpol geben wird. Weil der Typ nicht zur Polizei gehen kann. Habe ich dir doch erklärt. Wenn er sein unehrlich verdientes Geld bei der Polizei zurückfordert, dann fliegt er selber auf. Sehr geehrter Herr Gangster, Sie haben jemanden um 3 Millionen gebracht und nun sind Sie selber der beklaute Betrüger. Henry, so kenne ich dich gar nicht. Ich habe mich auch noch nie so gefühlt. Lange hast du mir besser gefallen. Ja, diese Tage, die sind nun vorüber. E Mambo, Mambo Italiano, e Mambo, Mambo Italiano. Barcelona ist in Spanien, du Idiot. Du magst doch Spanien. Wir waren dreimal im Urlaub da. Im Urlaub, ja. Wir sind nicht dahin ausgewandert. Also gut. Wenn die Barcelona nicht gefällt, dann bleiben wir nur eine Nacht und fliegen dann woanders hin. Neuseeland, Bermudas, die Fidschis. Wir kaufen uns eine Fidschi-Insel. Aber ich will nicht umziehen. Was ist mit unseren Freunden? Welche Freunde? Wir haben keine Freunde. Scheinbar doch. Das sind bestimmt Vic und Betty. Ich packe unseren Koffer, du siehst zu, dass du sie loswirst. Was soll ich denn sagen? Sie kommt zum Essen. Sag ihnen, sie sollen in Savoy gehen. Ich gebe einen aus. Du hast doch Geburtstag. Er hat doch Geburtstag. Ja, ich komme. Es tut mir leid, dass es so lange gedauert. Oh, ich dachte, ich habe hier jemand anderen erwartet. Detective Sergeant Davenport, ma'am, Kriminalpolizei London, Kensington. Kriminalpolizei Kensington? Richtig, ma'am. Ist es wohl möglich, ein paar Worte mit Ihrem Mann zu wechseln?